Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2. Weiter geht es. Wir müssen versuchen, Frank Woods hier zu sichern und aus diesem Dschungel rauszubringen. Wir spielen Alex Mason, mit dabei ist, wie ihr hier seht, der gute alte Hudson. Und unser Freund Woods ist stark angeschlagen. Sehr stark angeschlagen. Nur voraus. Die Antenne bedeutet, sie haben ein Funkgerät. Wir können Savimbi um Evakuierung bitten. Okay, wir müssen in dieses, in irgendein Dorf rein. Hinter den Stamm in Deckung. Können wir uns auch hinknien? Sehr gut, wir können uns sogar hinknien. Hölle machen die Kubaner hier. Das sind nur Kinder. Gehen wir. Das war auch nicht gerade sehr nett, dem Mutz da den Mund zuzuhalten. Aber gut, klar. Den Kopf unten halten. Musste er ja, sonst hätte man sie wahrscheinlich entdeckt. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Okay, auf mein Zeichen rennen wir zur Holzhütte. Ah, okay. Na dann, schnell zu dieser Holzhütte. Das ist also jetzt quasi schon die erste Schleichmission. Ja, Schleichmission kann man sich unbedingt nennen, aber die erste... Nicht bewegen. Na, eine Action-Mission. Noch eine Patrouille. Was sagst du? Der kommt. Und ich sehe uns nicht durch diesen komischen Spalt da. Zum Glück ist Woods ruhig und mault nicht. Sehr schön. Ist weg. Kommt er wieder? Zusammenbleiben. Nee, okay. Ja, würde ich ja gerne, aber... So, jetzt können wir wieder weiterlaufen. Ja, der Hudson ist auch extrem alt geworden, ey. Guck dir den mal an. Was der jetzt für eine Frisur hat. Für eine Frisur, für eine Farbe. Haarfarbe. Frisur ist ja die gleiche, wie ich vorher auch hatte. Nichts Besonderes. Aber Frank Woods hat sich so wirklich viel verändert. Abgesehen davon, dass er... Sie sind direkt vor uns. Ja, ich sehe sie auch, Kollege. Sie sind direkt vor uns, Alter. Du bist gut. Abgesehen davon, dass Woods total zerschlagen ist. Raus aus dem Gras. Raus aus dem Gras. Okay. Sprint mal nicht weg. Ich habe hier noch einen Kollegen dabei. Haben die uns gesehen? Nee, gut. Aber hat einer so rumgeschrien, aber das, niemand geschossen. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Woods. Okay. Jetzt sind sie wir dran, hoffentlich. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, ich versuch's. Interaktion. Wo zur Hölle? Ah, hier. Hä? Geil. Wir haben Dietrich die Tür öffnen. Das ist cool. Was können wir denn jetzt hier machen? Für was brauchen wir das denn? Tierfallen, oh Gott, können wir das Ding mitnehmen? Ne. Aber hier können wir was mitnehmen. Aber ich bleib trotzdem erstmal lieber bei der Pistole. Tierfallen, für was brauchen wir jetzt Tierfallen? Na, wie auch immer, wir müssen auf jeden Fall ins Dorf rein. Und dort müssen wir mit einem Funkspruch Hilfe holen für unseren Kumpel Woods. Ich hoffe mal, das klappt. Okay, dem Kollegen nähern und überwältigen. Mullah Rahman, kümmern Sie sich nicht um die lokale Politik. Prosta Marionetka, как ты? Gehen. Ganz Casano. Du bist tot, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Stell das Funkgerät auf.
Du wirst mich töten. Niemand bewegt sich oder der Wichser stirbt! El americano le está diciendo que no se mueva. ¡Maul halten! Él piensa que está en control, pero él no es. Sagt der Maul halten! Die Waffen runter! Ich schwöre bei Gott, ich töte diesen Bastard! Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrar. Du Hurensohn! What the fuck? Was zur Hölle? Was für ein Typ, ey? Das halbe Dorf ist anscheinend hinter uns her. Was zur Hölle ist da hinten passiert? Lass dich mal schatzen. Sie kommen näher. Ja, sie kommen näher. Ich sehe es auch. Was war das denn für ein Kerl, Alter? Gut, dass ich eine Waffe noch eingepackt habe. Fuck, Granate, Alter. Ja, den kann ich mal mit der Pistole ausschalten. Wow! Ja, dann kriege ich ihn eben mit dem Sniper. Wo ist dieser Alter? Von wo kommt er denn? Wir müssen loshatzen, Rauch einsetzen. Scheiße. Schon wieder, ey. Alter. Den kann man gar nicht treffen, der ist immer nur saukurz. Da, boah, dann hau doch jetzt mal ab. Alter, was ist denn mit dem Snipe, mit dem Raketenwerfer-Fuzzi da los, ey? Wie geht der denn ab? Alter, war da direkt einer bei mir, oder was? So, hier sind wir erstmal wieder ein bisschen in Sicherheit. Klasse. Ja, Nummer 1, Nummer 2... Alter, schon wieder dieser Raketenwerfer-Arsch! Wo zur Hölle ist der? Jetzt habe ich ihn aber. Und da war noch einer gekommen mit dem Rakwerfer. Der Typ, den konnte man eben gar nicht killen, ey. Der war immer nur ganz kurz da und genau in dem Moment hat er geschossen und total. Der war total hinter den. Hinter den Hügeln versteckt. Das war eine üble Geschichte, ey. Ja, gut, wir haben es ja zum Glück überlebt. Ja, wirf du Rauch. Ich baller noch ein bisschen. Alter, die Granatenwarnung hier kam ein bisschen spät, mein Freund. Da konnte ich leider nichts mehr machen. Ich wollte gerade noch mal einen Schritt nach vorne gehen. Ja, zack, gebe ich einfach noch ein paar. Komm, auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Ich kille derzeit noch die Leute, die uns da folgen. Ah, wie viel Schüsse braucht man denn gegen den Kerl? Oh, was ist denn jetzt los? Ich hab meine Maus gespinnt. So, jetzt aber. Was sagst du? Ah, nicht so schön, das da. Oh, Tierfalle? Nein, wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich auf die erste Waffe wechseln. So, genau so. So, den haben wir. Alter, es geht das ganze Ding da hoch, ey. Übel. Wo ist denn hier ein Mörsertyp? Wo ist dieser Mörsertyp? Ich sehe nur einen. Doch, da hinten ist doch einer mit Mörser. Alter, wie wackelt denn das Bild hier? Scheiße, wo ist der Mörserkerl? Wo zur Hölle ist der Mörser? Der Typ mit dem Mörser? Nein, keine Granate! Also den Typ mit dem Mörser sehe ich immer noch nicht. Geht's wieder weiter? Es geht wieder weiter, habe ich gar nicht mitgekriegt. Scheiße. Also, folgen wir ganz schnell wieder unserem Kumpel Hudson und Frank Woods. Ich versuche in der Zeit noch ein paar da hinten aufs Spawn zu nehmen. Achso, ich muss ihm helfen. Ja, sag ich das doch früher. Also bringen wir ihn mal weg. Da kommt sie. Ja, scheiße, ist gar keine. Oh. Hat uns
sind doch die Freunde. Da freut man sich doch glatt, den Kerl wiederzusehen. Also, wir haben ihn nicht. What the fuck? Ihr könnt mich nicht töten. Und den auch nicht. Auch der lebt noch. Glück, dass wir so kugelsichere Westen gefunden haben. Ihr könnt mich nicht töten. Wegen deinem Dad. Er hat alles für mich riskiert. Ehre, Freundschaft. Ja. Er ist genau wie du, Kleiner. Jetzt sind wir also wieder in der Zukunft, aber irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Oder soll das so sein? Nee, wahrscheinlich nicht. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Keiner wird zurückgelassen. Super Sache. Levelname. Pyrus-Sieg. Achso. Ausgang. Mason rettet Woods. Einwandfrei. Haben wir damit geschafft. Bestenliste. Oh, geht gar nicht. Okay, bei der nächsten Mission spielen wir jetzt also den Sohnemann. Diesmal spielen wir David Mason. Besseren Namen hat er schon mal. 1,85 groß, 91 Kilogramm. M27 am Start, Titus 6. Also schon mal ein paar neue Waffen scheinbar. Also was heißt scheinbar, ein paar neue Waffen. Ein Millimeter-Scanner, what the fuck. Komische Granaten und ein Zugangskit. Was auch immer ein Zugangskit bedeuten soll. Okay, erlangen Sie das Celerium oder Kelerium, das ist unser Ziel. Naja, dann würde ich sagen, schauen wir doch direkt mal rein. So, fang alles an. Dein alter Herr will Menendez töten. Menendez will Rache. Auch Jahrzehnte später. Menendez war damals ein großer Fisch in einem kleinen Teich. Er führte ein Drogenkartell von Nicaragua aus. Es war sein Erbe. Den Alten hatte die CIA kalt gemacht. Der Zyklop ist mächtig angepisst auf Amerika. Während wir im Mittleren Osten rummachen, lehnen die Russen und Chinesen sich zurück. Und die Politiker? Sie wollen, dass er denkt, es geht um Ideologie. Das ist so eine Scheiße. Gib mir dein Telefon. Selten Erdmetalle. Die ganze Scheißwelt hängt davon ab. Wer kontrolliert das alles? China. Und werden Amerikas Wirtschaft Chinas Arsch küssen? Hat das Netzwerk Cordes-Dier durch ihre Kontakte gleichzeitig Proteste im Iran und in Nordkorea angezettelt? Stets im Verborgenen. Wer ist wirklich der Anführer von Cordes-Dier? Man kennt ihn nur als Odysseus. Odysseus? Am Arsch. Raoul Scheiß Menendez. Arsch da. An JSOC hat's niemanden interessiert. Der Drohnenwettlauf hatte begonnen. Im Ernst, Leute? Ihr wollt wirklich ein ganzes Militär auf einem Mineral aufbauen, das unter Kontrolle von China steht? Ich brauche einen Drink. Hol mir eine Cola. Hol sie von den Schwestern. Nicht in die Scheiß. Chinas Premier Chen ist außer sich wegen Cordes Dias zugespielte Memo, laut dem der Cyberangriff insgeheim vom Weißen Haus befohlen wurde. Nach all der Scheiße, mit der die US-Regierung durchgekommen ist, ist sie diesmal unschuldig. Aber niemand glaubt es ihnen. Sie schalten Cordes Dias Netzwerk aus. Zwei Tage später verbrennt der Leiter des FBI. Lebe Handy. Genau jetzt glauben Milliarden Leute, dass Raoul Menendez ihr Retter ist. Ich sag's euch, Jungs. Er ist es nicht. Es wäre gut, ihn schnell zu töten. Es passieren schlimme Dinge. Alles klar. Jetzt sind wir also in der Gegenwart sozusagen. What the fuck? Eine verfickte Privatarmee versteckt. Kubaner. Die Elite. Topmoderne Technik. Wie viele Anhänger hat Cordes Dier momentan? Eine Milliarde vielleicht? Eher zwei, die niemals glauben, dass sie einem Terroristen folgen. Für sie ist Menendez der Retter. Dann steht Cordes Dier eine herbe Enttäuschung bevor. Dann schauen wir mal, was Menendez da unten versteckt. Bereit, Harper?
Halte die Leine in Schwung! Lass mich hier nicht hängen! Ich lasse euch jetzt erstmal hängen, denn das war's mit diesem Part von Let's Play Call of Duty Black Ops 2. Wie gesagt, wenn's am schönsten ist, soll man aufhören. Treffen Sie sich mit Sarrazar und Crosby, auch geil. Okay, er ist Sarrazar, egal. Das ist aber auch eine coole Sache. Man denkt da, man sitzt mit so einem Fernglas, gut, mit so einem Fernglas, mit so ein paar Markierungen noch da. Und dann ist das aber kein normales Fernglas, Alter. Der kann aber echt scheiße weit gucken mit dem Ding. Gut, in dem nächsten Part geht es dann los mit dieser Mission und mit David Mason. Den spielen wir jetzt zum allerersten Mal. Bis dahin. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich wirklich sehr freuen. Wir sehen uns dann euch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran. Und tschüss.